Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute am Trailground Brilon unterwegs mit dem Benny und dem Marc. Und wir schauen uns heute das Ganze mal an. Ich denke, dass es sehr, sehr anfängerfreundlich ist. Wir klären so ein paar Fragen. Wie ist der Uphill? Das ist ja für mich immer das Wichtigste eigentlich. Ist das auch interessant für Fortgeschrittene und für welche Anfänger lohnt sich das Ganze? Wir starten jetzt mal hoch. Ich freue mich schon riesig auf den Uphill. Ich bin schon lange nicht mehr richtig Uphill gefahren. Ohne E-Bike. Ohne E-Bike. Alles Bio heute. Und bis gleich auf der GoPro. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht ein Trail bergauf ist, bergrunter. Ach so, weil die Pfeile nach oben zeigen. Aber Leute, wir sind jetzt ungefähr 2 Minuten auf dem Track. Kleiner technischer Anstieg. Jetzt hier auf so entspannten Waldwegen. Noch geht's. Aber wir haben ein bisschen Kameraequipment in so einem Auto gelassen, weil wir dachten, wir fahren später nochmal runter und dann nochmal hoch für Fotos und so weiter. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Bisher scheint der Uphill relativ flach zu sein. Allerdings gibt es wohl insgesamt 600 Höhenmeter. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein bisschen, bisschen Berghochtampeln schon dabei. Ich denke mal, mit E-Bike wäre das hier auch wieder eine richtig coole Sache. Aber heute halt zum Training fürs Enduro-Rennen. Oh, hier kann man sich sogar noch ein bisschen bilden. Weißt du, was ich befürchte? Ist das der Berg da hinten? Dass das eigentlich der Spot ist. Geil. Das ist schon zu viel Steigung fürs Talk. Ja, mit dem E-Bike hat man jetzt schon Spaß. Abfahrt oder was hier? Bestimmt bereuen. Ich glaube, hier kann man jetzt schon wieder sitzen. Viele Tretpassagen, ne? Jetzt haben wir süße Anleger hier. Ah, krass. Schon spaßig. Ah, ich muss jetzt gleich mal Handschuhe anziehen. Fühlt sich richtig unsafe an mit ohne Handschuhe. Darauf war ich jetzt noch gar nicht so vorbereitet. Und ich hatte den Sattel oben, ich denke so, hä, geht doch jetzt bergab oder bergauf? Eine Kurve war ein bisschen scheiße, da oben war mein Vorderrad ein bisschen abgehauen. Meine Schalten ist sich verstellt. Ne? Ja, meine auch. Das und Torx ist eh alles hin gerade. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was für ein neues Bike ich brauche. Weil es knarzt alles. Da bleibt. Was? Kettler. Kettler? Oder Pegasus. Ja, erster Trail haben wir hinter uns. Kam ein bisschen überraschend. Ohne Handschuhe war das mir gar nicht geheuer. Jetzt wieder Uphill angesagt. Und dann mal sehen. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf dem besagten anderen Berg übrigens. Aber wir haben erst 52 Höhenmeter oder so. Das ist noch nicht so viel. Nee.
Also Leute, ich habe das Gefühl, Rot, wenn das überhaupt für eine Schwierigkeit steht, steht es für den Uphill. Hier geht es jetzt rechts weiter runter. Und ich glaube, entweder Downhill. Der Anstieg war gar nicht so einfach mit dem Torque, weil in den Kurven das Vorderrad immer gestiegen ist. Ja, woanders fahren wir die Dinger runter, ne? Das war schon gar nicht so einfach, ne? Ja, also ich nutze den ersten Gang nicht oft, aber hier hat es gut getan. Okay, guten Ride, viel Spaß, drückt euch aus. Schon steinig, ne? Boah, ich merke so meine Beine. Beine tun so weh. Oh Gott. Oh krass. Ich auch. Deswegen erwischt du mich immer, wenn du bremst, bitte. Rechts rein. Dropping in. Oh. Geil. Wirklich geil. Ah, da ist nicht verfahren. Was war das denn jetzt? Oder geht das da links? Oh Mann, ey. Jetzt habe ich mich aber verarscht gefühlt. Ich dachte, jetzt geht es nochmal richtig bergab. Das sah so aus wie so ein richtiger... Die beiden nehmen richtig Anlauf vom anderen Trail. Ja, ich habe doch echt nicht Anlauf genommen. Hohlwegflow, wirklich vor. Okay, da hatte ich auf jeden Fall zu wenig Schwung.
Alter. Da habe ich einfach gar nicht den Speed für. Also es war definitiv eine Herausforderung für mich, aber auch die Challenge des heutigen Tages, halt alle Strecken blind zu fahren, so wie man es sonst nicht machen soll. Aber da ich gehört habe, dass es bei dem Enduro-Rennen Blind Stages gibt, muss ich ja irgendwie lernen zu reagieren, wenn ich dann irgendwie irgendwas sehe. Und deswegen war das ganz gut heute. Alter, das ist viel mehr Downhill. Andersrum wäre die irgendwie geiler. Ja. Das Problem, dass wir nicht genau wussten, was hier bergauf und was bergab zu fahren ist, hat sich so ein bisschen durch den ganzen Tag gezogen. Allerdings ist es wirklich richtig gut ausgeschildert und man muss den Schildern eigentlich nur vertrauen, dass das Ganze halt auch wirklich so ist, wie es da drauf steht. Und dann halt einfach dort runterfahren. Nichtsdestotrotz sind diese Uphill-Trails zwar ganz nett irgendwie, aber ja, so wirklich brauchen tue ich die jetzt auf dem Biobike nicht. Mit dem E-Bike wäre das natürlich wieder eine ganz andere Sache. Da hat man natürlich auch auf den Uphill-Trails mega Spaß. Der Uphill ist schon knackig, aber machbar. Selbst für mich, das heißt für die meisten da draußen auf jeden Fall. Der labert, der ist voll gut geworden. Kommst nirgendwo hoch hier. Okay, der Uphill ist richtig scheiße. Also viele Uphill-Flow-Trails irgendwie. Also mit dem E-Bike werdet ihr auf jeden Fall richtig glücklich hier. Die Trails sind alle machbar, machen glaube ich auch für fortgeschrittene Fahrer Spaß. Allerdings könnt ihr hier nicht mit krassen Sprüngen rechnen, so, ne? Es ist wirklich halt ein Trail Center. Wir fahren jetzt weiter runter. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Wie viele Kilometer haben wir da drauf? 10,6. Das heißt, wir haben noch 5 Kilometer ungefähr die Runde und dann müssten wir zurück sein. Und Zeit? 1,20. 1 Stunde 20. Das ist gut in der Zeit, ne? Ja, nicht langsam. Ohne mich wird es schneller. Quatsch. Ja, da geht's wirklich hoch.
Gott. Wenn ich eine Sache heute gemerkt habe, ist, dass ich wieder definitiv an meiner Blickführung arbeiten muss. Und das fällt mir immer schwer, wenn die Abfahrten kurz sind. Ich brauche irgendwie immer längere Abfahrten, um mir so Gewohnheiten wirklich anzutrainieren. Deswegen fahre ich gerne in Bikeparks wie Winterberg und Willingen, wo die Abfahrten wirklich lang sind, um die Dinge dann wirklich zu verinnerlichen und zu trainieren. Auf den kurzen Strecken fällt mir es schwer. Uphill. Steinbruch Uphill Trail, let's go. Bro, bisschen aktiver fahren. Aktiver in den Kurven beim Uphill, ganz wichtig. Ja. Yes. Maximaler Grip, Druck auf den Rädern, kleine Downhill-Sektion, Schwung mitnehmen und wieder Uphill, Vorderrad steigt ein bisschen, kein Problem. Ich trainiere momentan wirklich nur Beine, ne? Leute, guck mal, wo wir sind. Saalbach. In Saalbach angekommen, hat sich auch so angefühlt vom Uphill her jetzt das letzte Stück, als wären wir noch Saalbach. So langsam aber sicher ist knackig, aber wir haben auch über 15 Kilometer, ne? 16 und 440 Höhenmeter. 16 Kilometer, 440 Höhenmeter, ist ja schon ein bisschen was. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, gleich kurz am Auto was zu snacken, bevor es irgendwie weitergeht. Ejo. So lange kann es eigentlich nicht mehr sein. Ich höre hier für eine Scheiße zusammen. Alter. Holzelement. Verrückt. Also ist das so Panorama-Trails, vom Panorama sehen tust du nichts. Ah, wieder Schwung verloren. Alter. Alter, damit habe ich jetzt ja, nicht gerechnet. Richtig. Scheiße. Warum steht da noch Slow Down? Ja. Solche Stellen, wo dann plötzlich ein Uphill kommt, die gibt es übrigens auch öfter hier. Die sind ja zwar nicht wirklich, wirklich steil hoch, aber wenn man dann aus dem Schild achtet, wo Slow Down steht und wirklich abbremst, weil man denkt, okay, der Trail ist vorbei, jetzt kommt eine Kreuzung oder so,
hat man irgendwie allen Schwung verloren. Und da wir wirklich diese Drei-Berge-Tour hier nur einmal gefahren sind, kannten wir natürlich die Trails nicht und wussten da nicht so richtig, wo wir uns drauf einstellen müssen. Alter, das Knacken macht mich kirre. Ist drin. Leute, wir haben noch ein bisschen am Auto gechillt und machen jetzt Feierabend für heute. Also wir gehen jetzt noch kurz hoch, machen ein paar Fotos und fahren aber jetzt nicht mehr so eine Tour oder sowas. Das haben wir hinter uns. Dafür sind auch einfach die Beine nach der Drei-Berge-Tour zu platt. Das schafft man nicht nochmal. Also ich auf jeden Fall nicht. Aber kurzes Fazit einfach. Der Spot lohnt sich auf jeden Fall. Ist schon eine schöne Sache. Besonders für Anfänger, glaube ich, super gut. Auch mit der Familie kann man hier eigentlich easy hinkommen, weil diese kleinen Kicker, die da sind, die kann man auf jeden Fall auch easy umfahren. Die muss man nicht alle springen oder sowas. Vielleicht hätte ich mir gewünscht, dass man einfacher nochmal einen Trail 2 oder 3 mal fahren kann. Aber es ging auch so, ohne sich das alles so richtig gut anzugucken. Aber bei manchen Trails wusste ich dann nicht so, wie ist jetzt der Speed am besten, wie soll ich da fahren. Full Speed. Und dann fährst du halt einfach runter und kommst dann über die meisten Sprünge zum Beispiel nicht drüber. Das war irgendwie ein bisschen schade. Wenn der Sender-Steve nicht dabei ist, muss ich dazwischen schauen. Ja, stimmt. Der Sender-Steve hätte hier richtig Bock gehabt. Ja, ja. Wäre richtig für den gewesen. Aber nur mit E-Bike. Ja. Ja, Leute. Schaut gerne mal hier vorbei. Ist eigentlich ganz nett. Für mich mit 2 Stunden Anfahrt weiß ich nicht, ob ich nochmal wiederkommen werde. Aber solange die Parks noch zu haben, nimmt man halt einfach alles mit, was so geht. Ne? Lasst gerne ein Abo da, Leute. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Schaut auch beim Benny und beim Marc mal vorbei. Lasst da ein bisschen Liebe da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.